Hallo, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Crow. Ich habe gerade mein Gesicht eingecremt. Und wir haben noch nicht geschlafen, richtig? Und ich habe mich umgezogen, denn ich hatte die ganze Zeit meinen Bademantel vom Duschen noch an. Denn nach dem Sport war ich duschen in unserer wunderschönen, geräumigen Dusche. Und man darf es gar keinem erzählen. Wir wohnen ja jetzt hier schon 3 Monate ungefähr so drin. Eher provisorisch als richtig. Aber wir haben bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gebadet. Natürlich haben wir geduscht zwischendurch, aber noch nicht ein einziges Mal gebadet. Und ich würde es so gerne tun, Leute, so gern. Talprovinz machen wir nicht. Wir gehen zuerst ins Flussrevier. Ich musste kurz husten, Entschuldigung. Ich habe gerade eigentlich extra vor der Aufnahme einen Schluck köstlichen Wassers genommen aus der Opera-Quelle, hier in der Nähe übrigens. Regionales Wasser. Du möchtest gerne in der Bibliothek arbeiten. Ich glaube, Mäuschen, die Bibliothek ist voll, oder? Ja, tatsächlich. Was ist denn das noch? Wohlbefinden. Du kannst noch in den Tempel. Und du möchtest im Blumenladen arbeiten. Müssen wir mal gucken, ob da noch Platz ist. Ja. Glück gehabt. Wieso kann ich dich nicht anwählen? Bleib stehen. Hä? Okay, so kann ich ihn anquatschen? Wow, was ist das denn für ein Blick? Den kann ich nicht anwählen. Auf dem Weg die schlechten Kaffeerezensionen schreiben sich nicht von selbst. Ich habe keine Ahnung, warum ich den gerade nicht anwählen kann. Also. Komisch. Gut, dann können wir das jetzt hier einfordern mit der Größe. Was heißt das aber, vermittelt 2 von 6 Jobs der Stufe 3 oder niedriger? Also vermittle. Warte mal, ordentlich hinsetzen. 6 Jobs der Stufe 3 oder niedriger. Ach, oh, sorry. Oder meinen Sie 6 unterschiedliche Jobs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, so unterschiedliche können es nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist also, es haben auch viel mehr Leute Jobs, die sie haben wollen. Verstehe ich nicht ganz, was sie damit meinen. Müssen die irgendwie in den Fähigkeiten her besser sein? Und vor allen Dingen, warum habe ich in 2 erfüllt? Was sind denn die 2 Erfüllten? Ist das, was ich meine? Sind ja... Ah, vor allem 3 oder niedriger. Bin echt irritiert. Ich hätte halt gern alle Daumen. Soll ich Jobs vermitteln, die nicht zu den Leuten passen? Aber das habe ich doch hier gar nicht gemacht, oder?
Umnan 6 ist auch 6. Barkeeper. Bibliothek hat 7. Wohlbefinden 7. Taverne. Oh, der ist. Warum hat der so gute Fähigkeiten und warum haben manche anderen. Also, warum ist das hier? Wisst ihr, was ich meine? Friseur. Bäckerei 7. Gasthaus 7. Bibliothek 7. Ich suche gerade Farm 4. Sind das Jelen? Sieben. Weil guck mal, Jelen hat 3 für die Bibliothek. Hier. Und Lawrence hat 2. Ich glaube, das heißt, wir müssen schlechte für die Jobs zuweisen, oder? Hm. Wir beobachten das mal. Lass uns erstmal mit Minka. Ich hätte auch durch die Tür gehen können. Aber wir reisen mit Minka. Mal hier zur Talprovinz. Ist das ein neues Gebäude? Wahrscheinlich. Tierchencenter möchtest du? Haben wir schon eins? Haben wir noch nicht. Sollst du bekommen? Hier drüben. Gemischtwarenladen, den haben wir aber, glaube ich, schon. So. Haben wir nur 2 neue Leute? Ich baue schon mal das Tierchencenter. Wir bauen. So. Wo ist es denn da? Warum bin ich denn hier mal so nah rangezoomt? Tierchencenter, das können wir hier hin machen. Guckt mal, das schrägen wir noch so ein bisschen an. Perfekto. Und dann können wir. Jetzt können wir mal ein bisschen hier einen Weg hin basteln. Da. Und von hier einen, der hier hingeht. Und wir können. Hier. Und, ne? Hallo? Meine Maus? So. Hier zu hier. Und von hier zu hier. Können wir schon mal ein bisschen Deko dahin schmeißen? Lass uns mal so ein Tor hier basteln, weil es hier halt reingeht zu. Wird das Tor vielleicht schöner? Edler Bogen? Weiß nicht. So, den machen wir hier hin, falls da lang geht. Und ihr kriegt einen Prinzessinnen-Laternenmast. Ein hier und einen hier. Gut. Und ihr kriegt hier so einen Strauch hin. Ein Strauch. Weil sieht schön aus und so. Bäume. Wartet mal, wenn. Ich möchte einen fetten Baumplatz. Den kriegt ihr dahin. Da. Und da. Und hier kriegt ihr auch noch einen hin. So. Möchtet ihr auch noch kleine Bäume? Die könnt ihr nämlich auch haben. Dorte. Dorte. Können wir den ein bisschen drehen? So. Sehr schön. Und hier will sich doch bestimmt irgendjemand mal hinsetzen. Und zwar hier und hier. Ne? Und umgeben möchte man von Blumen sein. Ich glaube, das sieht da hinten jetzt gleich sehr schön aus. Hier ist kein Platz mehr für Blumen. Habe ich kein Majora mehr? Doch. Was ist das Problem? Ah, ich habe keine Blumen mehr zum Platzieren. Vollidiot. Ah.
Statue? Ah, nee. Eine Vogeltränke. Mach mal hier hin. Und vielleicht eine hier hin. Schön. Pilzlaternenmast ist auch schön. Da haben wir doch da hinten ein sehr süßes Wohngebiet, wo ihr alle lebt, Mensch. Das sieht sehr toll aus. So. Und wenn wir gerade bei der Verwaltung sind, würde ich gern... Das haben wir schon alles, genau. Würde ich gern dich mit einer wunderschönen Dachfarbe ausstatten. Mal so was Gelbliches oder so. Ja, mach mal so. Du kriegst eine Marke für Angestelltenplätze. Kreativität und Produktion. Dachdekoration haben wir leider keine. Gut. Haben wir das angelegt? Die Bibliothek ist auch neu. Da gibt es auch eine Marke für mehr Leute. Genau, für 2 Leute gleich. Mehr braucht man erstmal nicht. Und dann kriegt die Bibliothek das Dach. Oh, war das falsch? Haben wir ein bisschen grün. Hier den. Und die Wandfarbe mal ein bisschen crazy mit dem hier. Gut. Was muss man eigentlich hier machen? Dekorateur haben wir. Stadtgröße, Vermittler. 1 von 3 Jobs der Stufe 3 oder niedriger. Fällt mir ein. Wir haben den Leuten noch gar nicht jetzt hier ihren Job zugewiesen. Manchmal ist es komisch, dass das... Jetzt geht's plötzlich. Ivan möchte ins Tierchencenter. Nur für dich, Ivan. Und... Hatten wir nicht 2? Nee, stimmt. Ich habe nur das Tierchencenter gebaut, ne? Ach, stimmt. Gemischtwarenladen. Der war ja schon da. Okay, Leute. Ich glaube, euch geht's jetzt gut hier. Wir warten einfach mal, bis der Spaß weitergeht. Und ich muss irgendwo auch noch rauskriegen, wo das Liedfragment hier versteckt ist und wo wir da lang müssen. Wir da irgendwo hoch müssen oder so? Ist aber schon eher pilzig. Oder ob wir hier... Guck mal, da ist auch die Brücke eingestürzt. Da wollte ich sowieso gucken, ob wir die irgendwie neu bauen können oder so. Juckt mir glatt die Nase. Komm ich da hin? Komm ich da hin? Was denkt er? Was denkt er? Scheiße. Sind wir aber auch etwas grob abgestürzt, hä? Wartet mal. Aber wir kommen ja theoretisch... Hier eine Höhle, die ich noch nicht gesehen habe. Sehr schön. Oh. Gott sei Dank haben wir ganz viele Batterien gekauft. Wir waren die im Gemischtwarenladen, ne? Müssen wir im Idealfall auch gleich nochmal dort klingeln und uns neue Batterien holen. Dankeschön. Könnten meinetwegen auch ruhig immer Kinder versteckt sein. Hier klimpert's. Klimper, klimper, klimper. Hallo. Sehr schön. Ist aber sonst nichts mehr, leider. Na gut. Hm.
eine Schaumdekoration nochmal wieder dazu bekommen und eigentlich noch viel mehr, aber mehr wird uns gerade nicht angezeigt. Gut. Ah, da leuchtet bloß draußen, glaube ich, zwischendurch rein. Okay, hier sind wir ja auch noch nicht gewesen. Okay, da kann man sich rüber beamen. Was ist denn da? Ich glaube, dort waren wir aber schon. Würde ich sagen, zumindest. Gibt so viel zu gucken, Leute. Nix, das ist auch nix. Wir hätten hinten bei dem erstmal bleiben sollen. Doch, hier waren wir schon. Das sagt mir alles was. Also schnell wieder zurück. Damit wir das andere noch schaffen zu gucken. Und wir wollen ja theoretisch auch noch den neuen Samen setzen im Idealfall. Aber machen wir erstmal das Springeldings hier. Dazu müssen wir hier rüber. Die Bummel. Wir bringen es hier. Können wir ja auch noch schnell machen. Das war von den Blumen. Da hatten wir doch jetzt welche verträumt. Ich hatte doch zwei. Einmal die Bauschblume und die Knospe. Da finde ich die fast ein bisschen besser. Bäume, wollte ich diesen tollen, schönen irgendwas bauen? Tropfen schön? Nee, das war's nicht. Der hier war's. Das sieht auch sehr cool aus, aber der hier war's. Und Insekten. Lass uns mal die rosa Version nehmen. Fische haben wir ja noch keine von hier, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ja keine gefangen. Gut. Dann haben wir erstmal ein bisschen was. Was wir, wenn die immer Kinder uns was bringen. Oder das immer Kind an der Stelle, dass wir da links ein bisschen was haben. Gehen wir erstmal links rum. Ich glaube, links rum bin ich aber schon mal gegangen, ne? Oh, hier ist die Kammer. Wir müssen trotzdem noch rechts rumgehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay. Kann man da hoch? Oder wir kommen da raus. Das kann natürlich sein. Können wir ein bisschen... Oder wir kommen vielleicht auch nicht da raus. Das wäre natürlich jetzt der Joke, wenn hier das Ende schon wäre. Was oben? Nee. Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Das geht nicht auf. Okay, irgendwas müssen wir so machen. Aber was? Ne?
Okay, was haben wir übersehen? Also ich hätte gesagt, hier ist mal nichts. Ah, warte, na, das... Nicht, dass man hier die Sachen weghauen muss, aber ich glaube, dann hätten wir jetzt schon eine Sequenz gehabt oder so. Ist hier wegdreschen? Geht auch nicht. Oder ich muss erst auf der anderen Seite hochgehen, um da was zu aktivieren, damit das hier unten aufgeht. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das scheint es hier einfach nicht zu sein. Wir haben, glaube ich, auch nichts übersehen. Wir wissen jetzt, wo die Kammer ist. Dann lasst uns doch erstmal nach oben gehen. Vielleicht ist das ja dann schon des Rätsels Lösung. Was ist hier? Nee, da fallen wir nur runter. Glaube ich nicht, dass das was hilft irgendwie. Kammer der Dürre. Mhm. Oh, liebe Leute, wir sind schon bei 21 Minuten. Deshalb würde ich gerne an der Stelle, wir machen jetzt hier vorne gleich eine Pause. Und zwar exakt hier. Und speichern eine Runde. Und ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir überspeichern diesen alten Speicherplatz. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir gucken, wie wir in die Kamera reinkommen. Bis dann. Tschüss.